Eltern unter Verdacht. Ein 9-jähriges Mädchen stirbt. Nachbarn glauben, die Pflegeeltern haben das Kind zu Tode gequält. Parfum, Politik und Podkicker. Warum dem Unternehmer Gerd Pieper diese Dinge besonders am Herzen liegen und was der BVB-Vizepräsident von Ja-Sagern hält. Gleich bei uns im großen RTL-West-Interview. Und gleich bei uns. Wichtig ist auf dem Platz. Wie Parfümeriekönig Gerd Pieper zum Erfolg stürmte, warum er in der Krise kein Eigentor schoss und ob Hannelore Kraft ein guter Neuzugang ist. Gleich im großen RTL West Interview. Willkommen zurück. Ich liebe Parfums. Das kommt ausgerechnet aus dem Mund eines Mannes. Gerd Pieper hat Leidenschaften, die er mit uns Frauen teilt. Kajal, Make-up und schöne Düfte. Dabei ist er aber trotzdem ein ganzer Kerl. In seiner Freizeit steht er am liebsten auf dem Fußballplatz. Er ist nämlich nicht nur Chef einer der größten Parfümerieketten. Er ist auch Vizepräsident beim BVB. Also ein Mann der Tat und damit idealer Kandidat für unsere Serie Macher in NRW. Jörg Zayong hat ihn getroffen. Vielen lieben Dank nach Köln und herzlich willkommen bei uns, lieber Herr Pieper. Hallo. Und wir sitzen ja hier in Ihrem Stadion auf Ihrem Rasen bei Ihrem BVB. Wie kommt denn ein Mann der schönen Düfte wie Sie zu so einem schweißtreibenden Hobby wie Fußballspielen? Im Ruhrgebiet ist es Pflicht, Fußball zu spielen, auch schon als kleiner Junge. Das gehört einfach dazu. Und deshalb bin ich natürlich beim Fußball geblieben. Und ich muss auch sagen, dass, wenn ich hier an Schwarz-Gelb, an Borussia Dortmund denke, mir diese Mannschaft deshalb auch schon seit den frühesten Tagen meiner Kindheit gefallen hat, weil sie so leidenschaftlich gekämpft hat, ihre Siege erarbeitet hat. Leidenschaft pur, das brauchen Sie auch in Ihrem Job. Und das ist auch der Grund, warum wir hier sind, wo wir sind, nämlich im größten Fußballstadion der Bundesliga. 80.000 Zuschauer feuern hier ihre Mannschaften an. Rund 25.000 davon im Stehen. Denn hier gibt es die meisten Stehplätze für Fußballfans in ganz Europa. Die Südtribüne wird bei jedem Spiel zur gelben Wand. Während der WM 2006 schoss uns Oliver Neuville hier gegen Polen ins Achtelfinale. Noch heute im Netz ein Hingucker. Rund 30 Jahre heißt die Anlage Westfalen. Stadion. Schließlich wird sie umgetauft in Signal Iduna Park. Und im August geht's hier wieder los mit Schwarz-Gelb. Herr Pieper, was ist Ihnen denn wichtiger, der BVB oder Ihr Unternehmen? Am wichtigsten ist die Familie, dann kommt das Unternehmen und dann kommt die für mich schönste Nebensache der Welt, nämlich das Fußballspiel und natürlich Borussia Dortmund. Einmal Sportler, immer Sportler. Ja. Welche Eigenschaften eines Sportlers helfen Ihnen denn bei Ihrer täglichen Arbeit? Ich glaube, Sportler sind sehr diszipliniert und sehr ehrgeizig. Und wenn sie in einem Team spielen, dann sind sie ein Teamplayer. Das sind drei Eigenschaften, die für jedes Unternehmen auch sehr wertvoll sind. Teamplayer, Sie sagen von sich selber, jeder meiner Mitarbeiter kann jederzeit zu mir kommen. Sie sind Herr über mehr als 1000 Mitarbeiter. Haben Sie da überhaupt die Zeit, mit jedem Mitarbeiter zu reden? Die Zeit muss man sich nehmen. Wir sind und bleiben ein Familienunternehmen. Darauf sind wir stolz. Und der Chef muss auch ansprechbar sein. Manchmal dauert es eine Woche oder 14 Tage. Aber wirklich, wenn ein Mitarbeiter zu mir will, zu einem Vier-Augen-Gespräch, habe ich immer Zeit. Nun schaffen Sie das wahrscheinlich nicht mit einer 40-Stunden-Woche, oder? Nein, das reicht in der Tat nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin und nicht im Urlaub bin, dann komme ich schon bis zu 80 Stunden in der Woche. Gerd Pieper, ein Mann voller Leidenschaft, ein Mann voller Energie, der sich um die schönen Dinge des Lebens kümmert, der die Dinge vertreibt, die man sich gerne mal gönnt. Ob Gerd Pieper ein Kuschelchef ist und welche Bedeutung die Familie auch für die Zukunft des Unternehmens hat, das hat sich Wiebke Schröder für uns einmal angeschaut. Die Welt der Düfte. Sie ist magisch und sinnlich. Der Geruch erweckt Gefühle und Erinnerungen an besondere Momente. Der Duft, er beeinflusst, ob wir einen Menschen riechen, uns vielleicht sogar verlieben können. Und Gerd Piepers Nase kennt sie alle. Der 66-jährige Diplomkaufmann aus Herne sammelt nicht nur Düfte, ihm gehören insgesamt 115 Parfümerien.
Das Wichtigste als Unternehmer ist, dass die Leute, wenn sie so etwas kaufen, solchen Luxus kaufen, sich verwirklicht fühlen, Spaß haben und damit nach Hause kommen und sagen, hey, ich habe einen neuen Duft heute gefunden, das finde ich toll. Also ein Stück Lebensfreude wollen wir durch unsere Produkte überbringen. Allein in Europa und Amerika gibt es rund 20.000 verschiedene Parfums zu kaufen. Jedes Jahr kommen 3.000 neue dazu. Und es gibt einen ganz bestimmten Grund, warum wir so auf Düfte stehen, weiß Geruchsexperte Professor Hans Hatt. Jeder Geruch erzeugt einen Reiz. Das Gehirn verarbeitet dann diesen Reiz. Und je nachdem, welche Erfahrung wir mit dem Duft haben, können wir damit dann unsere Stimmung verändern, wir können unsere Befindlichkeit, ob wir uns wohlfühlen, steuern und wir können natürlich auch Erinnerungen und Emotionen auslösen. Das ist ja eigentlich das Entscheidende beim Duft. Der Grundstein für die Stadtparfümerie Pieper wird 1931 gelegt. Alles beginnt mit einem Seifengeschäft in Bochum. Gerhard Pieper und seine Frau Maria sind die erste Generation. Sohn Gerd steigt 1969 mit ein, bringt das Unternehmen auf Erfolgskurs. Heute, 40 Jahre später, stehen Oliver und Thorsten Pieper in den Startlöchern. Und die Brüder sind sich einig. Familienunternehmen ja, an die Börse nein. Ja, als Familienunternehmen hat man natürlich die Vorteile, man hat absolutes Vertrauen zueinander und man hat auch kurze Entscheidungswege. Man muss keine Gremien einführen, man muss nicht sagen, hier so und so, das müssen wir einbringen, sondern wir können sagen, zack, ja oder nein. Mit Kosmetik, Modeschmuck, Kleidung und Dessous sollen zusätzlich Kunden gewonnen werden. Ein Online-Shop ist ebenso in der Mache. Aber all das reicht Marketingchef Oliver Pieper noch nicht. Er hat es auf die Männer abgesehen. Ich hoffe natürlich, dass die Männer auch merken, dass es auch da in der Pflege Unterschiede gibt, dass es nicht eine Creme für alles gibt, sondern dass es tatsächlich auch der Haut gut tut, wenn man verschiedene Pflegen benutzt. Am kostbarsten sind und bleiben wohl aber die Parfums. Denn sie wecken Gefühle und Erinnerungen an besondere Momente. Die Welt der Düfte, sie ist magisch und sinnlich. Herr Pieper, wir haben es gerade gesehen im Film. Sie sind den ganzen Tag umgeben von schönen Dingen. Welche Dinge können Sie denn gar nicht leiden? Ja, ich kann nicht leiden, wenn einer ungepflegt ist, sowohl in der Hygiene wie auch in der Kleidung, den Schuhen. In Anbetracht der Hitze ist das noch gepflegt, wenn ich hier mit aufgekrempelten Ärmeln sitze? Das ist sportiv, das hat gar nichts damit zu tun, das ist sehr gepflegt. Welchen Duft legen Sie denn bei sich selber auf? Ja, ich probiere eigentlich fast jede Woche einen neuen Duft aus, weil es sehr viele Düfte gibt im Jahr, über 100 neue Düfte. Und da teste ich sehr gerne, aber ich komme dann immer wieder zu meinen alten Lieben zurück, wenn ich an Allure Sport zum Beispiel denke oder auch an viele französische Nischenmarken. Ich mache das sehr gerne. Sind Sie ein Mensch, der sehr durch die Nase, mit der Nase lebt? Es gibt ja Augenmenschen, es gibt ja Menschen, die lieber was hören, schöne Musik. Das ist wahrscheinlich im Laufe der Zeit so gekommen, dass man Leute riechen mag oder nicht riechen mag. Schnuppern Sie heimlich, wenn Sie einen Menschen neu kennenlernen, schnuppern Sie dann so und gucken, ja, wie riecht er? Und ich gebe zu, dass ich das schon gerne tue. Und besonders, wenn es dann nicht gut duftet, das missfällt mir dann schon sehr. Haben Sie auch an mir geschnuppert, als wir uns kennengelernt haben? Ja, ich habe das gemerkt, dass Sie sehr gepflegt waren. Das wollte ich jetzt hören. Aber haben Sie heimlich geschnuppert oder eher nicht? Nicht unbedingt jedes Mal. Ich schnuppe eigentlich ein bisschen mehr an Damen und so weiter, weil die natürlich einen offensiveren Duft in der Regel tragen. Ja, Damen, nächstes Stichwort. Sie sind ja ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Macht sexy? Macht heißt einfach, Verantwortung zu tragen. Und Macht macht auch demütig. Also inwiefern macht sie demütig? Ja, weil man sieht, dass man für Familien, für Arbeitsplätze, für Ausbildungsplätze Verantwortung trägt. Und da darf man nicht arrogant mit umgehen. Ist das der Unterschied zwischen Ihnen, einem Inhaberunternehmen und einem Manager? Ich denke in der Tat viel intensiver an die Mitarbeiter. Das sind keine Nummern für mich, das sind Namen, Persönlichkeiten. Ich habe die Verantwortung dafür, besonders wenn es junge Menschen sind, damit sie etwas aus ihrer Ausbildung machen und später weiterkommen. Sind Sie gerne Chef? Ja, unheimlich gerne. Aber nicht Chef nach dem Motto, widerstandslos irgendetwas akzeptieren, sondern Chef im Sinne eines Teams. Aber sind Sie nicht manchmal auch der Meinung, Mann, außer mir kriegt das hier keiner hin und werden Sie dann auch mal richtig wütend?
Ach, der wütend bin ich früher mehr geworden. Da war ich ein bisschen jünger und habe auch schon mal mit der Faust auf den Tisch gehauen. Aber heute kommt so eine gewisse Souveränität im Alter. Mit Sicherheit wird man ruhiger, man beurteilt Menschen unterschiedlicher. Und ich liebe es, wenn andere Leute eine andere Meinung haben als ich und die auch argumentativ durchsetzen können. Dann bin ich auch gerne bereit, zurückzustecken. Statt Parfümerie Pieper gibt es jetzt im nächsten Jahr seit 80 Jahren sehr verbreitet hier im Ruhrgebiet, im Rheinland. Nicht ganz so verbreitet, ist es nicht ganz so bekannt. Aber ist das ein Erfolgsfaktor oder was macht den Erfolg aus? Wenn der Inhaber selbst im Geschäft steht und hinter den Mitarbeitern steht, hinter der Ware steht, hinter dem Konzept steht, dann haben die Kunden ein größeres Vertrauen, als wenn das vielleicht ein anonymes Unternehmen ist. Wir setzen sehr stark auf das Vertrauen, das wir bei den Kunden und Mitarbeitern erwerben wollen. Sie sagen, eine Krise ist immer auch eine Chance. Wie meinen Sie das denn? Ja, es gibt Leute, die sehen eben Krisen, Probleme und ich sehe gleich Chancen, was man daraus machen kann. Ja. Zum Beispiel die jetzige Wirtschaftskrise war für uns eine Chance. Wir haben im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern enorm viel investiert, weil wir wussten, dass diese Krise irgendwann vorbei ist. Und dann wollen wir gestärkt aus der Krise herausgehen. Es gibt einen tollen Spruch, den ich sehr liebe. Das heißt nämlich, wachsen kann man nur in der Krise. Sie sind ein Kind des Ruhrgebiets. Ist das ein, so ein typischer Wesenszug der Ruhrries, der Pötter, die sagen, komm, Ärmel hoch und wir packen das? Das sind die Eigenschaften. Bodenständig, nie aufgeben, immer mit dem Rücken an der Wand stehen und etwas leisten. Und klar und deutlich nicht drumherum reden. Da weiß man, wo man hier im Ruhrgebiet an den Leuten ist. Und das hat mir gefallen. Und ich glaube, das ist schon eine Eigenschaft. Gerd Pieper, ein Mann des Ruhrgebiets, der hier groß geworden ist, immer hier gelebt hat, nie woanders hin wollte. Was Gerd Pieper noch am Herzen liegt, das hat sich meine Kollegin Wiebke Schröder noch mal angeschaut. Block 27, Reihe 19, Sitz 47, das ist sein Platz. Von hier aus feuert Gerd Pieper seinen Bundesliga-Verein an, fiebert bei jedem Spiel mit. Der 66-Jährige ist nicht nur Vizepräsident des BVB, sondern seit seiner Kindheit auch großer Fußballfan. Fans bleiben oft ihr ganzes Leben lang dem Verein treu. Ob es mal besser oder schlechter geht, auch das ist ein Zeichen des Ruhrgebietes. Man hält immer zum Verein, auch wenn es mal nicht gerade so besonders glücklich verläuft. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke kennt Gerd Pieper seit Jahren, ist zum persönlichen Fan des Unternehmers geworden. Das ist ein toller Typ, wunderbarer Kerl eigentlich. So. Also wir haben sehr, sehr gutes Verhältnis, sehr, sehr enges Verhältnis und er ist einfach so ein Grand Seigneur. Gerd Pieper wächst in Wanne-Eickel als einziger Sohn der Familie auf. Seit seiner Jugend ist er politisch engagiert. Er war 13 Jahre lang ehrenamtlicher Bürgermeister von Herne, hat sich immer für andere eingesetzt. Sohn Oliver konnte sich viel bei seinem Vater abgucken. Es ist tatsächlich so, dass er auch häufig nach der Prämisse lebt, er ist Vorbild und dann kann man das nachmachen. Es ist nicht so, dass er sagt, mach das so und so, sondern er lebt vor, wie er glaubt, dass man richtig handeln sollte. Seit 12 Jahren ist Gerd Pieper mit Frau Gabriele verheiratet. Sie unterstützt ihn im Unternehmen als Personalchefin und auch auf der Tribüne teilt sie seine Leidenschaft. Ja, ohne meine Frau geht's gar nicht. Wenn sie nicht da ist oder nicht an meiner Seite ist, dann fehlt etwas. Ich spreche jeden Tag mit meiner Frau, ist egal, wo ich bin, auch wenn wir mal getrennt sind. Die Kinder sind um mich herum hier. Das ist wunderschön. Familie ist also ganz wichtig. Gerd Pieper liebt das Reisen, war schon in 105 Ländern. Die Weltkarte zeigt eindrucksvoll, wo er schon überall gewesen ist. Im Jahr 1995 trifft er dabei Mutter Teresa, ein bewegender Moment für den Unternehmer. Erst vor wenigen Monaten ging es mit der transsibirischen Eisenbahn durchs Land und er hat noch lange nicht genug gesehen. Man wird süchtig danach. Man möchte vieles kennenlernen und ich bevorzuge natürlich in gewisser Weise Abenteuerurlaube und eben keine tollen Hotels und Schickimicki, sondern ich möchte die Leute in ihrer natürlichen Umgebung kennenlernen, möchte die Kulturen kennenlernen.
am 20. August startet die Bundesliga. Dann geht es für Gerd Pieper an den Wochenenden wieder ins Stadion. Er will die Spieler von Schwarz-Gelb anfeuern, mitfiebern und das von seinem Platz aus. Block 27, Reihe 19, Sitz 47. Wir haben es gerade gesehen, Gerd Pieper hat auf einer seiner vielen Reisen auch Mutter Teresa getroffen. Was hat Ihnen das bedeutet? Das war eine Begegnung, die ich nie in meinem Leben vergessen werde. Eine Frau voller Güte, mit Augen, die immer in Erinnerung bleiben, von so viel Milde getragen. Also eine ganz, ganz große Persönlichkeit. Und da war ich begeistert von und bin es auch noch heute. Und freue mich, dass ich mal die Gelegenheit hatte, mich eine Viertelstunde mit dieser Frau zu unterhalten. Sind Sie ein gläubiger Mensch? Ich bin gläubig erzogen worden, ja, aber ich gebe auch gerne zu, dass welche Konfession ich katholisch. Aber ich gebe auch gerne zu, dass ich durch die neueren Umstände eine gewisse Kritik und Distanz zur Kirche gefunden habe. Aber ich hoffe, das wird sich widerlegen. Sie sind nicht nur ein gläubiger Mensch, Sie sind auch ein sehr modebewusster Mensch. Ich habe erfahren, dass Ihre Frau Ihnen morgens die Anzüge rauslegt. Warum macht das die Frau? Warum nicht Sie selbst? Also meine Frau hat einen so tollen Geschmack. Da vertraue ich hundertprozentig und sie macht auch das Beste aus mir, was noch möglich ist. Sie haben sich ein Leben lang daneben, neben Ihrem Beruf, immer auch politisch und im Ehrenamt aktiv engagiert. Warum machen Sie das? Ja, das habe ich eigentlich während des Studiums gelernt, dass man zwar einen Beruf haben kann und haben muss, auch selbstständig sein kann, aber man muss sich darüber hinaus über das eigene Unternehmen mit der Gesellschaft identifizieren und etwas tun. Und ich hoffe und wünsche mir, dass viele junge Leute jetzt auch wieder mehr zum Ehrenamt tendieren, wo auch immer. Es ist einfach wichtig, um diese Gesellschaft beisammen zu halten. Das fehlt uns in der Gesellschaft, Ihrer Meinung nach? Im Moment ist es etwas löchrig, ganz genau. Und sind wir zu oberflächlich geworden? Ja, vielleicht fehlen uns auch die richtigen Vorbilder. Denn man sieht ja damals Kennedy vor 30, 40 Jahren, dieser Mann hat ein ganzes Land in Bewegung gebracht, jetzt Obama. Ja. Das heißt, wir brauchen große Persönlichkeiten und dann wird sicherlich auch eine Zunahme im Ehrenamt wieder sichtbar werden. Fühlen Sie sich manchmal als guter Mensch? Denken Sie manchmal, da habe ich was Gutes gemacht? Ja. Ohne jetzt zu eitel zu sein. Einfach nur, dass man ja manchmal auch denkt, ach guck mal, da habe ich doch... Ja, ich glaube, das gehört auch zum Selbstverständnis dabei, dass man auch mal selbstlos ist und was Gutes macht. Und das versuche ich, wann immer es geht. Und wenn ich für andere Leute ein Vorbild sein kann, dass ich sie anrege, auch zu ähnlichen Tätigkeiten in der Gesellschaft mitzuwirken, dann bin ich schon sehr zufrieden. Lieber Herr Pieper, vielen Dank, dass wir hier in der prallen Sonne in Ihrem Stadion auf Ihrem Rasen bei Ihrem Verein so lange gesessen haben. Zum Schluss haben wir noch eine kleine Herausforderung an Sie, nämlich unser RTL West Frage- und Antwortspiel. Ja. Sie kriegen ein paar Fragen, auf die Sie nur mit Ja oder Nein antworten dürfen. Und das muss sein. Und das muss sein. Ist schwierig, das wissen wir. Aber das zwingt einen dazu, auch mal sich selbst kurz zu hinterfragen und sagen, wie ist eigentlich mein Kompass genordnet? Ja. Wo stehe ich eigentlich? Links, rechts, Mitte, oben, unten. Alles klar? Ja, klar. Das war schon die erste Frage. Haben Sie sich schon mal über einen Schalke-Sieg gefreut? Ja. Ist Hannelore Kraft die richtige Ministerpräsidentin für unser Land? Nein. Ist die Wirtschaftskrise vorbei? Ja. Hat Gerd Pieper seiner Frau schon mal ein Parfum zu Weihnachten geschenkt? Nein. Haben Sie einen Duftbaum im Auto? Nein. Sind Sie eitel? Ja, ein bisschen. Können Sie Schnee riechen? Ja. So, damit sind wir durch und das ist die wunderbare Überleitung zu unserem kleinen Geschenk. Denn wir haben erfahren, eine Ihrer nächsten Reisen geht an den Südpol und da gibt es ja auch Schnee und viel Eis. Und da haben wir uns gesagt, damit Sie da nicht untergehen, lieber Herr Pieper, damit Sie da nicht im Schnee versinken, haben wir Ihnen hier so ein paar Schneeschuhe mitgebracht. Bei 32 Grad im Schatten kaum vorstellbar. Aber versinken Sie uns nicht, denn unser Land braucht Unternehmer wie Sie. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Bleiben Sie unserem Land treu, bleiben Sie Made in NRW treu. Sorgen Sie dafür, dass Nordrhein-Westfalen weiter nach vorne geht und damit zurück nach Köln.